Hallo zusammen und willkommen auf der Zielgeraden des Adventskalenders. Türchen Nummer 20. Ein weiteres Spiel aus der damaligen Flut an Remake-Spielen, basierend auf Atari-Spielen. Diesem Jahr haben wir auch schon Centipede gehabt für PlayStation 1 in Türchen Nummer, ich glaube, 13 war das. Und jetzt gehen wir uns mal an Space Invaders austoben. Vor 2 Jahren hatte ich, glaube ich, schon die Atari-Version, glaube ich, mal gezockt. Ich meine, vor 2 Jahren oder letztes Jahr. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht mehr genau, was jetzt in welchem Jahr geschehen ist. Und ja, das kennt ihr jetzt mittlerweile schon. Ist halt ein, ich sag mal, sehr rudimentäres Actionspiel. Man kann sich von links nach rechts bewegen und muss zusehen, dass man oben die Aliens schnell genug abballert. Das hier ist, wie gesagt, ein Remake aus dem Jahr 99. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ist, also ob es jetzt dreidimensional ist oder auch von der Top-Down-Perspektive. Habe ich aber, glaube ich, erst auch noch gar nicht so lange das Spiel. Ich habe es, glaube ich, zum Geburtstag bekommen von der Julia oder zum Jahrestag, bin mir nicht ganz sicher, mit anderen Spielen zusammen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, hab's noch nie gespielt und würde sagen, wir starten einfach mal. Incoming Transmission. Gibt es sowas wie ein Intro oder sowas? Oder Sequenzen generell? Ich meine, das war das CD-Zeitalter, ne? Oder ist es einfach eine charmante andere Formulierung für, ich lade gerade das Spiel? Okay, hier werden mir die Gegner erklärt. Während der lädt, das ist ja cool. Dann muss ich noch um Aliens, weil wir haben das Mod Strong Attacks, bla 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 bla. Okay, die Aliens, die wir da rechts sehen, diese lustigen Protonen oder was auch immer. Machen. Ach, guck mal, da unten rechts. Da haben sie ja sogar. Oh mein Gott, da haben sie ja sogar Werte. Wie bei Pollution Soccer. Special haben sie super. Speed ist auch auf jeden Fall solide und Shoot können sie gar nicht. Komm. Ah, okay, das sind auf jeden Fall Polygone. Das erkenne ich schon mal. Ja, das ist typische Space Invader Flair. Okay, die bewegen sich aber nicht. Okay. Dafür können sie alle schießen. Wenn sie Lust haben. Ah, okay, die bewegen sich wohl. Da habe ich wohl gerade. Was ist Vertical Burst? Was ist das? Ich habe nicht getroffen. Ja, das Problem bei Space Invaders war immer, man hatte eine sehr begrenzte Schussfrequenz. Ist auch ein interessanter Fakt, genau. Weil, ihr seht ja, dass sie sich jetzt sehr schnell bewegen. Und das lag nicht daran, weil die Entwickler das Spiel schwerer machen wollten, sondern der Atari konnte damals einfach nicht mehr. Okay, ich habe ein Schutzschild. Cool. Das heißt, der Atari musste nur noch weniger Gegner quasi auf dem Bildschirm animieren und sich bewegen lassen und abrechnen. Und deswegen war es möglich, dass die verbleibenden Sprites auf dem Bildschirm sich schneller bewegen konnten. Und das ist der einzige Grund, warum diese Art Schwierigkeitsgrad eingebaut wurde. Das ist eigentlich eine ganz coole Hintergrundgeschichte, finde ich. Generell aus der damaligen Zeit, die ganzen Geschichten, die es da gibt, wie sich gewisse Sachen entwickelt haben, ist schon sehr cool mit anzusehen. Also wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt. Gerade aus dem Atari- und Amiga-Zeitalter. Parallax-Scrolling sagt keinem mehr was wahrscheinlich. Komm jetzt her, du Penner. So. Ich habe ja offensichtlich auch eine Special-Attacke. Also im Endeffekt muss ich einfach nur verhindern, dass die Aliens bis nach unten kommen. Ich guck gerade mal nach. Ah, so geht das, alles klar. Okay, ich kann noch eine machen. Ach so, die kann ich so immer wieder auf... Ja gut, das ist ja... Horizontal Right, okay. Verstehe ich jetzt gerade noch nicht so ganz, wie ich das jetzt hier verstehen soll, echt zu sein. Ich habe verkackt, glaube ich. Ja, kann gut sein. Na. Und... Ja, Pumps! So, du Sackgesicht. Was sagst du denn dazu? Pluto Level 4. Gucken wir doch mal. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Ah, okay, das prallt dann ab. Diagonal Burst. Okay, das hat nicht funktioniert. Das heißt, mit jedem 4 abgeballten Viechern, dann kriegt man nochmal so ein Special. Oh, das war echt ziemlich geil, muss ich sagen. Also, finde ich eigentlich auch ganz cool, das Spiel bisher, weil, hat auch das alte Flair eingefangen. Mit neuen Flair nochmal untermalt, mit den ganzen Special-Sachen und so. Was ist das? Aha. Okay. Habe ich noch nicht so ganz begriffen, um ehrlich zu sein. Damit kann ich die auch kaputt machen. Oh, fuck. Da muss ich aufpassen. Der war schon sehr weit unten. Horizontal Right. Okay. Habe ich jetzt ein bisschen Platz. Bams, Bams und... Pumps! Ja, die UFOs da oben abzuknallen, gibt natürlich ordentlich Bonuspunkte. Warning, warning, incoming Master Ships. Das heißt, jetzt gibt es sogar einen Endgegner. Geile Scheiße, Mann. Erstmal brauche ich dich einmal. Ich brauche auch einmal. Ah, es ist nur ein Bonusgedöns. Jetzt kommt ein fettes Mutterschiff. Ah, das ist ja doof. Ein extra Leben, oh mein Gott, ich hab's verkackt. Dankeschön. Dankeschön. Noch ein extra Leben. Gib mir Leben! Ich brauche mehr Leben!
Ist bisher aber noch relativ gediegen, das Spiel. Okay, Pluto Level 6, alles klar. Wo direkt hier den hier machen? Komm, Bombs, 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 Bombs. Das hat sich doch mal gelohnt. Das heißt, man kann ja quasi eine Combo in der Combo machen, wenn man genug mit der Superwaffe abknallt, hat man direkt die nächste Superwaffe. Das ist natürlich ganz fett. Ey, okay, ich raff es jetzt erst. Es ist abhängig von der Farbe, die ich zerstöre. Weil wenn ich jetzt nur die blauen abknall, pass auf. Haben wir eine Horizontal Left. Und kam, 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 kam. Das ist schon... Okay, das ist natürlich... Da haben wir noch einen strategischen Aspekt. Wenn wir wissen, welche Farbe welche Waffe ist, dann müssen wir doch entsprechend in der Reihenfolge noch abknallen. Das ist natürlich ganz geil. Gefällt mir wirklich gut. Machen wir hier nochmal da oben kaputt. Ui! Man hat sowieso relativ viel Strategie in, Ich weiß nicht, was das hier ist für ein Kack! Okay. Alles klar. Es hat mir auf jeden Fall nicht so viel weitergeholfen, wie ich mir erhofft hatte. Komm. Diagonal Burst. Ja, okay, Superwaffe kriege ich jetzt hier gerade nicht hin. Aber es ist ja echt wirklich cool, ne? Also, dass es von der Farbe abhängig ist, welchen Schuss wir hinterher haben. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ach komm, ist ab. Ja, das war natürlich super. Dankeschön. Zu früh. Ja, komm her. Zack. Geht auf jeden Fall noch mehr als klar, oder? Oh, hoch. Da war es keine Absicht, sorry. Da kommen wir jetzt gerade nicht so ganz durch. Wie viel Schutzschild habe ich eigentlich mittlerweile? Ich müsste eigentlich echt massig haben. Okay, mein Schutzschild ist weg. Eins hatte ich. Habe ich verstanden. Dankeschön. Ich will hier mal einen Endgegner haben. Ich würde sagen, bis Level 10 spielen wir noch. Wenn wir so weit kommen. Und dann ist es erstmal gut. Oh, das Mothership. Geburtski. Ah, das war jetzt eine Superwaffe. Super, ey. Bringt mir jetzt auch sehr viel. Aber ich kann sonst nichts machen. Ich kann nicht irgendwie schneller mich bewegen oder sonst irgendwas. Habe ich begriffen. Okay, ich habe Leben verloren. Fick dich. Machen wir hier weiter, ne? Oder? Ja, ja. Dann ist ja gut. Dann bin ich ja beruhigt. Oh mein Gott. Oh, geht mir auf den Sack, die Scheiße hier. Komm, hau ab. Machen wir mal den hier. Kapierungs und... voll daneben. Ah, war das schlecht. War das schlecht. Zack, zack. Die dürfen nicht zu schnell runterkommen. Deswegen muss ich die Eckspackus bestenfalls schnellstmöglich kaputtski machen. Bist kaputt gegangen. Oh. Jetzt will ich ein Mutterschiff haben. Einen fetten Endgegner, bitte. Fetten Endgegner, habe ich gesagt. Was kann der denn? Horizontal Left, okay. Okay, nehmen wir den nächsten Horizontal Left. Oh, ist das erbärmlich, echt, ey. Ich kann mir vorstellen, die, ich glaube, die Grünen sind, glaube ich, die, die einfach nur vertikal komplett durchackern, oder? Die komplett ausrasten nach oben hin. Oh, den hier. Das war ziemlich geil. Muss ich sagen, war geil von mir. Gut, okay, incoming Boss. Ja, 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 ja. Einen Boss will ich noch knallen, wenigstens. Schmatschkart! Oh, Scheiße, das habe ich so nicht kommen sehen. Bin ich ehrlich. Okay, ja, der ist auf jeden Fall relativ puppy, glaube ich. Oh, fuck, 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 was hast du vor? Okay. Habe ich dann noch nicht so ganz begriffen, was ich hier tun soll, um ehrlich zu sein. Ja. Ich raff's wirklich nicht, sorry. Wie soll ich den kaputt machen? Ah, okay, einfach in die Ecke reinrennen dann. Ist okay. Gut, so passiert mir nichts. Habe ich verstanden. Und da würde ich so gerne einfach nur draufhalten, ne? Mit meinem Maschinengewehr, was ich nicht habe. Aha. Fuck, ja, okay, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Game over. Gut, haben wir den Boss leider nicht geschafft. Aber es gibt ja offensichtlich Bosse. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Auch wieder ein Videothekenspiel, echt. Ich spiele heute nur so Spiele, ne? Das ist heute das dritte Spiel, was ich aufnehme. Türchen 13, 16 und 20 habe ich heute aufgenommen. Das waren alles drei wirklich so Videothekenspiele, ne? So mit einer Todessequenz, oh mein Gott. Erstmal Centipede, Mohun, Kart und jetzt das, ne? Hätte man sich alle drei in einem Abend ausleihen können, ne? Und alle auf jeden Fall mal zocken mit einem Kollegen zusammen. Ist auf jeden Fall cool, macht Spaß. Hat nur das alte Flair schön eingefangen mit schönen Neuerungen. Aber auch, wie gesagt, hier
für 100 Mark damals, ne? Oder heutzutage wahrscheinlich umgerechnet 65, 70 Euro. Ich weiß nicht, aber Inflation und so, und wie gesagt, muss man immer mit reinberechnen. Wäre das schon sehr viel gewesen, finde ich, ne? Aber ich sag mal, für 5 Euro kann man sich da mal mitnehmen. Gut, Freunde, das war es auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Hoffe, dass ich euch so einen kleinen, interessanten Einblick in die Evolution des Space Invaders geben konnte. Es gibt auch noch einen PlayStation 2 Teil, der ist alles noch ein bisschen weiter in die dritte Perspektive, in die dritte Dimension verfrachtet hat. Vielleicht kommt er nächstes Jahr, mal schauen. Warten wir es mal ab. Aber bis dahin erstmal, ne? Tschüss und einen schönen Tag wünsche ich euch. Bis morgen dann. Tschüss.